Wenn du eine Brille trägst und sie endlich loswerden möchtest, dann bist du hier genau richtig. Viele denken nämlich, dass man seine Sehkraft nicht verbessern und seine Brille auch nicht loswerden kann, aber das stimmt einfach nicht. Auf diesem Kanal hier zeige ich dir genau, wie das geht und was du dafür machen musst. Denn die Mehrheit der Deutschen, genauer gesagt schon über 67%, tragen bereits eine Brille. Und diese Zahl ist sogar in den letzten Jahren noch weiter angestiegen, da wir einfach eine andere Gewohnheit, Sehgewohnheit vor allem auch haben, zum Beispiel mit dem Homeoffice. Bei den über 60-Jährigen ist diese Zahl sogar schon bei 91%. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt hier gerade eine Brille trägst, ist also sehr, sehr hoch. Und ja, klar, eine Brille ist sehr förderlich, denn sie hilft uns besser und vor allem auch klarer zu sehen. Doch eine Brille kann auch sehr schädlich für dich sein. In diesem Video möchte ich dir genau erklären, welche negativen Auswirkungen das Tragen einer Brille haben kann und dir zwei alternative Übungen zeigen, wie du aktiv deine Sehkraft verbessern kannst. Es gibt viele ethische und auch soziale Aspekte, die das Tragen einer Brille nicht so attraktiv macht. Eine Umfrage hat gezeigt, dass viele Brillenträger ein geringeres Selbstwertgefühl haben und sich einfach unwohler fühlen. Aber nicht nur das, es kann auch wirklich gesundheitliche Folgen für dich haben, wenn du weiterhin eine Brille trägst. Also wenn das ganze Thema für dich interessant und spannend klingt, dann bleib doch gerne bis zum Ende dran, denn ich werde dir in diesem Video nicht nur die Probleme aufzeigen, sondern auch die Lösungen, was du also machen kannst, um deine Sehschwäche zu reduzieren und dass du deine Brille loswirst. Und ganz am Ende habe ich für dich noch einen kleinen Bonustipp vorbereitet, wie du deine Sehkraft schnell und effektiv auch im Alltag schützen und verbessern kannst. Hallo, ich bin Patrick, professioneller Sehtrainer und Leiter der Augentraining Akademie, wo du in 3 einfachen Schritten wieder besser sehen kannst ohne Brille. Als ich damals das erste Mal vom Augentraining erfahren habe, war ich wahrscheinlich genauso skeptisch wie du jetzt gerade, weil ich hatte bisher noch nie eine Berührung damit und ich habe davon tatsächlich auch noch nie gehört, ja, dass man seine Sehkraft verbessern kann. Mir wurde gesagt, ich hatte nämlich auch mal eine Brille, ich muss eine Brille tragen, weil sonst verschlechtert sich die Augen immer weiter und es gibt einfach keine andere Alternative außer eine Brille zu tragen. Eine Sache hatte ich mich aber damals schon immer gefragt, es waren vor allem die Leute, die mir gesagt haben, trag bloß eine Brille, weil sonst verschlechtern sich deine Augen immer weiter, welche sich dann doch alle paar Jahre wieder eine neue Brille kaufen mussten, weil mal wieder ihre Sehkraft nachgelassen hat. Und das ist auch schon der erste wichtige Punkt, dass deine Brille deine Sehleistung immer weiter konstant verschlechtert. Das heißt, wenn du eine Brille trägst, wird deine Sehleistung mit der Zeit nicht besser. Das gilt nicht nur, wenn du eine falsche Brille trägst, also eine falsche Sehstärke für deine Brille hast, was unter anderem zu Kopfschmerzen, Schwindel und zu anderen Problemen führen kann. Und selbst wenn du die passende Sehstärke für dich gefunden hast, werden deine Augen passiver, einfach weil sie Unterstützung durch die Brille erhalten. Und so verschlechtert sich deine Sehleistung mit der Zeit immer weiter. Und häufig ist es dann so, dass viele Brillenträger im Laufe der Zeit einfach wieder eine neue Brille benötigen, nicht einfach, weil die alte kaputt gegangen ist, sondern einfach nur, weil sich die Sehleistung reduziert hat und sie wieder stärkere Gläser benötigen. Du siehst also, der Prozess geht eher in die eine Richtung, dass du immer schlechtere Augen kriegst, als dass du irgendwann von der Brille wieder loskommst. Des Weiteren schränkt die Brille ja auch unsere Augen einfach ein. Gerade unser peripheres Sichtfeld, also das, was wir hier also am Rand sehen, wenn wir gerade ausgucken, das ist unser peripheres Sichtfeld. Und wenn wir eine Brille tragen, egal mit Rahmen oder ohne, wir haben quasi nur das direkt vor uns scharf, alles, was hier im peripheren Sichtfeld ist, sehen wir weniger gut. Bedeutet, unsere Augenbewegungen werden kleiner, sie werden mehr starr, was auch zu einer schlechteren Orientierung in deiner Umwelt führen kann. Also sprich, du kannst dann nicht mehr so schnell Gefahren von der Seite erkennen, sei es ein Radfahrer oder ein Auto, was von der Seite kommt, das du einfach nicht wahrnimmst. Oder auch im höheren Alter kann das zu Unsicherheiten führen. Gerade das Treppenlaufen oder auch irgendwelche Bürgersteige, die man vielleicht nicht vorher wahrgenommen hat, wo man dann stolpern und stürzen kann. Besonders problematisch sind hier die Gleitsichtbrillen. Sie teilen ja unser Sichtfeld in 2 Hälften auf, einmal für die Ferne, den oberen Bereich und einmal den unteren Bereich für die Nähe. Wenn ich also etwas jetzt im Alltag oder im Büro einfach vor mir liegen habe, im Nahbereich und was sehen möchte, muss ich meinen Kopf unnatürlich bewegen von oben nach unten, denn du musst ständig deinen Kopf und deinen Körper auf das jeweilige Sichtfeld anpassen. Und Langzeitstudien haben ergeben, dass das dauerhafte Tragen einer Gleitsichtbrille sich wirklich negativ auf unseren Körper auswirken kann. Es kommen Nackenprobleme hinzu, unsere Körperhaltung verändert sich und auch unser Halswirbel ist davon betroffen und wir sind einfach dauerhaft verspannt. Ja? Du hast also mehrere Probleme nur durch das Tragen einer Gleitsichtbrille. Außerdem ist natürlich auch hier das periphere Sichtfeld noch weiter eingeschränkt, weil wir ja sowohl in die Ferne oder im Nahbereich quasi gar kein peripheres Sichtfeld haben, sondern nur noch den direkten Fokussierpunkt vor uns. Unsere Augen beginnen dann langsam in eine Starre zu fallen, also sprich, sie können sich wieder nach innen konvergieren, also für die Nähe ihre Augen nach innen scharf stellen
oder auch in die Ferne können sie das auch nicht mehr scharf fokussieren. Sprich, sie sind wirklich abhängig von dieser Brille. Außerdem haben Studien ergeben, dass Brillenträger eine um 50% höhere Wahrscheinlichkeit haben einer Netzhautablösung. Zur Erklärung, was ist die Netzhaut? Die Netzhaut ist das ganz hinten im Auge, dort, wo das Sehen sozusagen umgewandelt wird, also der Lichtreiz wird umgewandelt ins Sehen. Und wenn sich diese Netzhaut ablöst, das ist gleichzusetzen mit einer Erblindung, die ist auch nicht wieder zurückkehrbar. Und da hast du einfach eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit als ein Nicht-Brillenträger daran zu erkranken. Um aus den negativen Folgen des jahrelangen Brillentragens herauszukommen, möchte ich dir zwei Übungen mit an die Hand geben, mit denen du deine Sehkraft optimal verbessern und trainieren kannst. Und vielleicht legst du auch hier schon den Grundstein dafür, dass du schon bald nicht mehr auf deine Brille angewiesen bist, ja, und auf deine Brille in Zukunft verzichten und einfach in den Schrank packen kannst. Bevor ich dir jetzt aber zeige, wie gut das Augentraining auch für dich funktionieren kann, möchte ich nochmal ganz kurz auf die Kritik des Augentrainings geben. Denn viele Augenärzte und auch Optiker behaupten, dass man mit Augentraining seine Sehleistung nicht verbessern kann. Sie sind einfach der Meinung, es funktioniert nicht und werden es auch weiterhin so behaupten. Doch aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Praxiserfahrung heraus kann ich sagen, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn man sich darauf einlässt und wenn man es einfach mal austestet. Doch viele Ärzte, auch Optiker, wissen es einfach nicht oder wollen es nicht wissen, weil sie sich in dem Bereich nicht weiterbilden oder weil es sie einfach nicht interessiert. So ist die gängige medizinische Meinung, dass das Augentraining einfach nicht funktioniert. Und der einzige Unterschied liegt eigentlich nur in zwei verschiedenen Theorien, die möchte ich dir auch ganz kurz nochmal erklären. Die Theorie aus der aktuellen medizinischen Meinung, die ist schon ein paar Jahre alt, die ist ungefähr aus den 1860er Jahren von Helmholtz und Donders. Die haben anhand einer Altersweitsichtigkeit festgestellt oder die Theorie aufgestellt, dass die Linse sich verhärtet und dieser Ziliarmuskel, der für das Scharfstellen, also Veränderungen der Linse zuständig ist, einfach schwächer ist. Und die Theorie des Augentrainings beruht auf modernen Forschungen, die zeigen, dass das Sehvermögen auf das Zusammenspiel des gesamten Sehapparats beruht. Insbesondere unser Gehirn, unsere Nackenmuskulatur und unsere Augenmuskulatur. Denn gerade wenn wir unseren Kopf bewegen, arbeiten unsere Augen ja auch mit und das wird wiederum in unserem Gehirn verarbeitet. Und die Augen passen sich natürlich auch wie der ganze Rest des Körpers auf die Umstände, auf die Gegebenheiten einfach an. Und wenn du eine Brille trägst, die extrem stark korrigiert, ja, dann werden deine Augen auf gut Deutsch einfach faul. Die Augenmuskulatur nimmt ab und es entsteht so eine noch höhere Sehschwäche. Vergleichbar ist das beispielsweise mit einem gebrochenen Bein, ja. Wenn das Bein nicht mehr belastet wird, bilden sich auch da die Muskeln zurück. Du siehst also, die Skepsis und Kritik vom Augentraining basiert im Prinzip auf diese zwei verschiedenen Theorien, die sich gegenüberstehen und sich darüber streiten, ob nur es möglich ist, die Sehkraft zu verbessern oder eben nicht. Am besten empfehle ich da einfach immer, es einfach selbst auszuprobieren und sich selbst darüber ein Bild zu machen. Und um deine Sehkraft jetzt nur zu verbessern, möchte ich dir folgende Übung einmal vorstellen. Dafür benötigst du lediglich deinen Daumen, du kannst einen Finger nehmen, einen Kugelschreiber oder wie ich das nutze hier, einen sogenannten Fokussierstab. Der hilft mir dabei, während des Trainings die ganze Zeit auf einen Buchstaben zu gucken, dass ich die ganze Zeit den Fokus auf dieses eine Objekt lenke. Ausgangsposition ist so, dass du dich gerade hinstellst, du kannst das natürlich auch im Sitzen machen, einmal den Fokussierstab ausstreckst und mit beiden Augen mittig auf den einen Punkt zu gucken, so dass du ihn gut erkennen kannst. Wenn das jetzt ein bisschen näher sein sollte, ist es auch nicht weiter tragisch, sollte natürlich nicht komplett unscharf sein, also sprich, solltest du das auch im näheren Bereich nicht sehen, dann kannst du das Ganze auch mit Brille machen. Grundsätzlich empfehle ich dir nämlich, das Ganze immer ohne Brille zu machen, denn wir wollen ja schließlich unsere natürliche Sehkraft verbessern. Und dann malst du einmal ein imaginäres großes H in die Luft. Ja, das soll das Ziel sein. Als Tipp gebe ich dir auch, damit du nicht zu weit hier im Rand bist, versuch mal das eine Auge abzudecken, gucken, wie weit geht dein Stift oder dein Daumen, ja, zum Beispiel in dem Bereich. Auf der anderen Seite machen wir es natürlich auch nochmal. Meistens ist es so erfahrungsgemäß Schulterbreite, ja, dass du in der Schulterbreite quasi nicht hier drüben noch trainierst, sondern hier aufhörst und dann das H in die Luft malst, ja. Das gehst du auch natürlich so weit, es geht nach unten und auf die andere Richtung auch nochmal. Und so bewegen wir quasi jede Achse einmal ab. Mach das Ganze nicht zu schnell, denn wir wollen unsere Augen hier auch nicht überanstrengen. So, für die nächste Übung, die ich dir jetzt vorstelle, kannst du auch wieder deinen Daumen nutzen oder du nutzt, wie gesagt, einen Kugelschreiber. Ich nutze jetzt wieder hier meinen Fokussierstab und diesmal gehen wir von Ferne in die Nähe, also wir versuchen den Nahbereich jetzt zu trainieren. Die Ausgangsposition ist dieselbe, wir strecken also einmal unseren Arm aus, versuchen dabei das Objekt vor uns direkt scharf zu erkennen und dann beginnen wir große Kreise, ja, also dass du quasi erstmal einen ganz großen Kreis anfängst und die Spirale, sagt es ja im Prinzip schon,
Wir verkleinern den Kreis und ziehen dabei unseren Fokussierstab immer weiter Richtung Nase. Und wir machen das so lange, bis wir den Stab entweder unscharf sehen oder wenn du es nicht mehr scharf gestellt bekommst und der plötzlich dann doppelt vor dir erscheint, ja? Beispielsweise, das ist jetzt hier der Fall und dann gehst du langsam wieder in die Ferne, die Kreise vergrößern sich, bis du wieder komplett deinen Arm ausstrecken kannst. Auch hier wieder am besten ohne Brille das Ganze mal machen. Es ist hier auch nicht so notwendig, die Buchstaben hundertprozentig scharf zu sehen. Viel wichtiger ist, dass wir unseren Fokus trainieren, ja, dass wir da versuchen, den Stift oder den Fokussierstab in dem Fall zu folgen. Das hilft natürlich auch unseren Augenmuskeln und gleichzeitig dadurch, dass wir immerzu verschiedene Perspektiven haben und dadurch, dass es auch eine Variabilität ist, wo wir in die Tiefe und in die Ferne gehen, dass sich da unsere Linse immer wieder neu anfokussieren muss. Und so kannst du dann deine Augenmuskulatur verbessern und gleichzeitig halt eben auch deine Fokussierfähigkeit, was dir gerade im Alltag super schnell helfen kannst, wieder Sachen schneller scharf zu stellen. Auch hier wieder sollte die Übung dir zu anstrengend sein, unterbrich sie, mach eine kurze Pause, die Augen schließen, Hände auf die Augen und ein, zweimal durchatmen. Ja? Das kann dir, wie gesagt, bei der Regeneration auch im Alltag sehr, sehr hilfreich sein, denn so überanstrengst du deine Augen nicht, denn jede Art der Überanstrengung verschlechtert unsere Augen. So, und diese beiden gezeigten Übungen können dir dabei helfen, ein brillenfreies Leben zu führen. Und du kannst so deine Lebensqualität steigern, denn klar, die Brille hilft dir am Anfang natürlich, deine Sehkraft zu verbessern, aber langfristig gesehen vermindert sie dann doch stark die Lebensqualität und hat natürlich auch größere Nebenwirkungen, wie beispielsweise das periphere Sichtfeld oder auch deine Körperhaltung. Wie gesagt, wenn die sich anpasst im Negativen, ja, du hast dann Schmerzen. Und wie gesagt, klar, unser Auge kann sich sehr, sehr gut auf die verschiedenen Situationen anpassen. Wenn wir beispielsweise unsere Augen an einen Rollstuhl fesseln und unsere Augen quasi abhängig machen von der Brille, klar, auch da passen sie sich an. Unser Körper würde sich auch auf einen unbequemen Stuhl anpassen, ja. Aber wie gesagt, wir wollen die Muskeln aktiv trainieren, unsere Sehkraft aktivieren und das funktioniert eben nicht durch eine Brille, wenn sie uns das Sehen abnimmt, ja. Also du siehst, solche Art des Training kann sich definitiv lohnen, wenn du deine Sehkraft verbessern möchtest. Natürlich muss man aber beachten, dass die Höhe der Sehschwäche und auch die Art der Sehschwäche eine signifikante Rolle dabei spielt, wie schnell du Verbesserungen erzielen kannst oder auch wie lange du trainieren musst. Denn natürlich, je höher die Sehschwäche ist, desto länger brauchst du einfach, um wieder hundertprozentig klar zu sehen. Aber natürlich kannst du auch bei einer sehr hohen Sehschwäche sehr schnelle, gute Ergebnisse erzielen und dich um ein, zwei Dioptrien in relativ kurzer Zeit verbessern. Ja? Wenn dich das Thema Augentraining interessiert und fasziniert hat, ja, und noch weitere Übungen machen möchtest, die deine Sehkraft effizient verbessern kann, dann schau einmal hier dieses Video an. Dort habe ich nämlich weitere spannende Übungen für dich vorbereitet. Ansonsten würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst, gerne einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.